Wir haben noch einen Brief für den Herr Molena oder so ähnlich. Wir müssen irgendwie diesen Kerl. Ich frage mich, ob wir den Kerl irgendwie mit damit beruhigen können, aber ich frage mich, wie. Warte mal. Können wir damit Kaffee erstmal holen? Ja! Das geht, cool. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Aber das ist Kaffeehaag. Können wir. Ich weiß zwar nicht, ob's. Ein paar Tropfen sollten reichen. Puh, ich weiß nicht, was wir damit bezwecken, aber hey. Ich frage mich erstmal gucken wir, ob er den haben möchte, sonst gehen wir zu dem, der nach dem Kaffee gefragt hat. Möchtest du einen Kaffee? Guck mal her. Nein. Mann. Menno. Wo war der denn? Hier? Ja, gucke einmal an. Bringt das denn überhaupt was? Nein. Aber der wollte Kaffee. Ach Mist. Also, wenn mich nicht alles täuscht, teuflisch. Müssen wir den irgendwo. Das ist ihre. Ja. Müssen wir den irgendwie dahinstellen? Und der trinkt den dann? Hoffentlich. Mein. Ja. Nein. Hast du auch ein bisschen mehr zu erzählen? Nein. Hä? Ach. Hey, du. Das ist Privatbesitz. Raus aus dem Garten. Oh. Ach Mann. Können wir dem vielleicht den Kaffee anbieten? An den Kopf werfen, im Zweifelsfall. Wie wär's denn hiermit? Nein. Wir haben einen Silberlöffel. Wir haben Kobalt, so rum. Hätten wir es doch erstmal damit versuchen sollen. Schade. Und der sagt uns wahrscheinlich nur. Jerry, laut Tradition, deine magische So. Ich bin ja, es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry. Ganz so. Irgendwie bringt uns das nicht sonderlich viel. Der sagt immer das Gleiche. Immer. Egal was. Ich dachte gerade, unser lieber Freund wäre weg. Schöner Garten. Nur gucken. Nichts anfassen. Du mich auch. Rechts liegen die Gärten. Klar, über die Baumwurzel geht es. Und wenn. Können wir dir noch helfen? Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, er wird einen. Ja. Liebe Edith. Konnten wir für euch noch irgendetwas tun? Hallo, warum steht. Ich bin zum Kanonendienst. Wir hatten hier ein. Nein, wir mussten so. Das klingt schon. Oh ja, also meistens. Ich muss auch rein. Der braucht ein Paddel. Kannst du den gebrauchen? Warte mal. Kannst du vielleicht den hier gebrauchen als Paddel? Ein Stock bringt. Warum nicht? Als Anker? Das ist ja ein idealer Anker. Jetzt fehlt nur noch ein Paddel. Aber solange die Welt noch vor der Schleuse schwimmt, ist. Aber wenn ich das erledigt habe. Ja. Hoffentlich. Ich denke, der will eine Ausbildung zum Zauberer machen für die Reise. Was könnten wir denn. Könnten wir das als Paddel benutzen?
Da muss man nichts abzapfen. Ah, ich dachte, du könntest das da dran... Warte mal. Da muss man nicht. Natürlich! Was meinst du denn, was du damit machst? Anstoßen. Nein, ich bin... Sei doch nicht so eine Pussy. Lieber halt ihn. Ja, ich glaube, hier finden wir nichts, was wir auch nur annähernd als Paddel benutzen können. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen umgucken. Wir haben noch ein Paket. Sein Fahrrad ist festgefroren. Die Zwerge. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich durch das Loch. Aber... Ich habe auch vergessen, wo das war. Warte mal, die Zwerge. Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt. War das nicht hier? Hier und dann hier. Und dann. Nee, das war die. Dann hier vielleicht? Kannst du da dich nicht einfach durchquetschen? Nur ein hohler Baumstumpf. Aber ich hab der. Das. Ja, du Dichter. Kannst du da was runterfallen? Nein, ich. Kannst du da die da reinwerfen, dann hörst du, wie tief es ist. Hagebutten sind. Du bist nutzlos. Das muss nicht. Na, vielleicht gehört das Silberlöffel. Warte mal. Ja. Bim. Ist hier noch was? Ist hier noch was? So ein Tropfen. Sehe ich hier noch einen Tropfen? Da. Da drüben sieht es auch in... Wieder einer. Was? Da drüben sieht es... Ach so. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Merkt man das denn ein wenig? So. Gehen wir mal wieder... in dat Direktion. Und fragen mal Anja, ob sie endlich fertig ist. Ja. Geh doch einfach rein. Hallo. Willkommen zurück. Hallo. Wegen des Blausaufs. Tut mir leid, Zuckerpflaume. Die haben seit... Sie wohnen... Warte mal. Ich bin doch schon da. Honiglöffelchen. Apropos Löffelchen. Das muss nicht gelöffelt. Naja. Guck mal. Ich behalte nach. Ja, Gott. Willst du nicht mal mit jemandem deine Erfolge teilen? Guck mal. Es ist aus. Es läuft nichts. Kein Empfang. Sendepause. Na super, es gibt nur einen Radiosender. Da steht Kaffee, kostenlos. Aber bitte, bitte probieren Sie auch unsere Napfkuchen. Da ist irgendwer verzweifelt, hä? So. Hatte die Maus noch was zu erzählen? Entschuldigung, aber... Heute Abend steigt eine Geburt und ich hab... Ach ja, wuhu und so. Vor allem, was hat es denn mit dem Lurch auf sich, den wir da ständig sehen? Oder sehe ich den nur? Bin ich jetzt bescheuert? Fange ich an zu fantasieren? Warte mal, wer wohnt denn hier? Ist das nicht Amolena? Bin ich denn blöd? Da steht A.Molena. Ja. Bitte, ich habe keine Werbung, ich habe... Das war doch hier. Er ist absent. Ich habe hier tatsächlich einen Brief. Post.
Klaus, sie ist da. Hä? Danke. Keine Ursache. Huch, wer hat das gesagt? Du. Was kommt jetzt? Was? Oh, ist das jetzt einfach weg? Können wir denn nochmal... Habe ich schon mal erzählt, wie schön ich das Menü finde? Ich liebe so halb gezeichnete Sachen. Gucken wir mal nach Plato, wenn ich ihn finde, irgendwann. Ich weiß, es gibt irgendwo eine Abkürzung, aber frag mich nicht wo. Deswegen gehe ich jetzt lieber hier lang. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. So. Bam, 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 bam. Kann ich einfach mit dir reden? Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich. Richtig, deinen Feuerzauber. Ja. So, ich wollte... Wie kommen wir denn da raus? Wie kriegen wir das denn da raus? Hagebutten sind... Nö, die sind nicht nutzlos. Du bist nutzlos. Sei nicht so gemein. Das bringt nichts. Weißt du erst, wenn du es versuchst? Nein. Da muss... Nein, den... Kannst du doch dran kleben, ist doch eine nette Geste. Kannst du da dran malen? Mit dem Löffel? Das muss nicht gelöffelt werden. Du musst gelöffelt werden. Hm.